Generationen von Kindern sind mit seinen Geschichten aufgewachsen. Seit über 150 Jahren beflügeln seine Schöpfungen die Fantasie der Leser. Er schenkte der Nachwelt Figuren, die in Erinnerung bleiben. Sein eigenes Leben hingegen war alles andere als glanzvoll. Er suchte die Flucht nach vorn und in die Welt hinaus. Dabei blieb er stets ein Außenseiter. Doch seine literarischen Werke brachten ihm Ruhm bis heute. Hans Christian Andersen. Der dänische Märchendichter begegnet den meisten Menschen sehr früh in ihrem Leben. Andersen ist der Shakespeare des Kinderzimmers. Der geniale Erzähler ist für viele eine prägende literarische Erfahrung. Andersens Märchen sind ein typisches Taufgeschenk in Dänemark. Ich bin also wie die meisten dänischen Kinder mit seinen Märchen groß geworden. Meine Mutter hatte ein kleines illustriertes Buch aus ihrer Kindheit. Wir durften es uns ansehen, aber nur sehr vorsichtig. Als Kind habe ich Andersen kennengelernt. Da lasen meine Eltern mir seine Märchen vor. Ich erinnere mich an Besuche in Tivoli, dem Vergnügungspark hier in Kopenhagen. Es gibt dort diese Achterbahn, den fliegenden Koffer, bei dem man durch verschiedene Märchen reist. Das war meine Lieblingsbahn. Ich konnte mich in seine Märchen hineinträumen. Märchen wie die kleine Meerjungfrau sind aber nicht nur etwas für Kinder. Ich bin der Meinung, man muss Andersen zweimal lesen, einmal als Kind und einmal als Erwachsener. Und als Erwachsener sieht man wirklich die Hintergründe, die da sind. Als ich größer wurde, zu dem Ex-Kind wurde, das ich heute bin, habe ich eigentlich nie aufgehört, Andersen zu lesen. Und er war dann irgendwann für mich der Grund, Dänisch zu lernen. Eines der bekanntesten Märchen von Hans Christian Andersen ist Die Schneekönigin. Bis heute ist sie immer wieder für Bühne und Film adaptiert worden. Ein sowjetischer Zeichentrickklassiker erzählt 1957 die traurige Geschichte der beiden Kinder Gerda und Kai. Kai wird von der Schneekönigin in ihr eisiges Reich entführt. Seine Freundin Gerda begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um ihren Freund aus den Fängen der Schneekönigin zu befreien. Dabei helfen ihr Räubertöchter, Rentiere und ihre Hartnäckigkeit. Schließlich erreicht sie den Eispalast, in dem Kai schon fast erfroren ist. Mir wird zu heiß. Ihre Tränen lassen Kais Herz schmelzen. Die Eissplitter fallen heraus und Kai ist gerettet. Die beiden kehren nach Hause zurück. Wie einen schweren Traum hatten sie die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin vergessen, schließt Hans Christian Andersen, der die Kälte kennt, die er im Märchen so kunstvoll beschreibt. Die wirklich prekären Umstände, unter denen er aufgewachsen ist, hat er in nur wenigen Texten herausgelassen. Die Leitfiktion dessen, was er das Märchen meines Lebens nennt und in vielen autobiografischen Erzählungen immer wieder variiert hat, ist eine sehr beschönigte, eine sozusagen goldschnitthaft verkleidete Version seiner tatsächlichen sozialen Herkunft. Andersen wird 1805 in der dänischen Provinz geboren. In der Stadt Odense auf der Insel Fünen. Die heute pittoresk wirkenden Häuser sind ohne Wasseranschluss, Heizung und viel zu klein für die vielen Bewohner. Sein Geburtshaus steht im ehemaligen Armenviertel der Stadt. In dem kleinen Haus leben damals 5 Familien zusammen. Es ist beengt, kalt und laut. Hans Christian ist das einzige Kind dieser Eltern, die erst ein Jahr nach seiner Geburt heiraten, aber schon zusammenleben.
Die Werkstatt des Vaters ist im Wohnraum untergebracht. Er versucht, die kleine Familie mit Schusterarbeiten über Wasser zu halten. Doch viel bringt ihm das nicht ein. Andersens Kindheit ist von Entbehrungen und bitterer Armut geprägt. Nicht nur finanzielle Sorgen belasten die Familie. Beide Eltern sind psychisch labil. Andersens Vater kämpft mit Depressionen. Er gilt in Odense als Sonderling und schräger Vogel. Auch seinen Sohn wird man später so einschätzen. Die Eltern bemühen sich aber redlich, aus diesen bedrückenden Umständen das Beste zu machen und ihrem Kind gerecht zu werden. Äne Grumm-Schwensen ist Kuratorin am Hans-Christian-Andersen-Museum in Odense. Sie kennt Andersens schwierige Kindheit und die Probleme seiner Eltern. Er beschreibt seine Eltern trotz ihrer Armut als liebevoll und fürsorglich. Seine Mutter war sehr abergläubisch, aber auch religiös und förderte seine spirituelle Vorstellungskraft. Sein Vater dagegen war sehr belesen, interessiert an Politik, Literatur und Theater und förderte diese Interessen auch bei seinem Sohn. Andersen selbst charakterisiert seine Eltern später so: Mein Vater war nicht ohne Bildung und ein hervorragender Kopf, bei meiner Mutter dagegen war alles Herz. Trotz der finanziellen Probleme der Familie leisten sie sich einmal im Jahr einen Besuch im Theater. Der kleine Hans Christian ist fasziniert von der Bühne und dieser Welt, die so anders ist als seine reale Umgebung. Aus dieser kargen Tristesse träumt er sich hinein in ein Reich der Fantasie. Er beschreibt sich selbst als introvertiertes, verträumtes Kind, als zurückhaltend, aber mit einer blühenden Fantasie. Er brauchte nur eine winzige Anregung, wie eine Blume oder ein Stück Papier, um dazu Geschichten zu erfinden. Dem späteren Schriftsteller scheint das kreative Talent in die Wiege gelegt. Seine Märchen zeichnen sich durch extreme Experimentierfreude aus. Wie die Brüder Grimm in Deutschland greift zwar auch Andersen teils auf Volksmärchen zurück, aber er leitet aus ihnen zunehmend Erzählungen ab, die allein seiner Fantasie entspringen. Das führt zu untypischen Märchenstoffen. Tatsächlich handeln nur wenige Andersen-Märchen von Prinzen und Prinzessinnen. Das ist eine der Revolutionen in seinen Märchen. Viele von ihnen handeln von ganz alltäglichen Dingen. Nadeln und Feuerzeugen und Ähnlichem gab er eine Stimme, damit sie ihre eigene Geschichte erzählen konnten. Die Anregung für seine späteren Werke findet Andersen im Alltag seiner Kindheit. Als er 2 Jahre alt ist, ziehen die Eltern um. Das Haus, in dem Andersen seine gesamte Kindheit verbringt, ist zwar ebenso karg und beengt wie sein Geburtshaus, doch er erinnert sich später gerne daran. Sein Vater bastelt ihm ein Puppentheater und liest ihm Geschichten vor. Dieses häusliche Idyll ist jedoch nur von kurzer Dauer. Das ist auch in seinen Geschichten oft so. Das ist eine der Erfahrungen, die ich als Kind zuerst und schmerzlich gemacht habe, dass die Andersen-Märchen manchmal so entsetzlich traurig ausgehen. Gerade dort, wo es sich um autobiografisch imprägnierte Texte handelt. Andersen, so fröhlich und lebenslustig er sich selbst als Person oft gab, war ein von Depressionen verfolgter Mensch, ein Melancholiker, der sich in seinen besten Texten nicht gescheut hat, dieses melancholische Weltbild auch zum Ausdruck zu bringen. Als Hans Christian gerade einmal 7 Jahre alt ist, verlässt sein Vater die Familie und zieht in den Krieg. Das Militär ist damals für die unteren sozialen Schichten eine der wenigen Aufstiegsmöglichkeiten. Doch es ist auch ein Weg in die Ungewissheit und Gefahr. In Europa wüten in diesen Jahren die napoleonischen Kriege.
Dänemark ist mit Frankreich verbündet, das große Gebiete seiner Nachbarländer unter seine Kontrolle gebracht hat. Ihnen steht eine mächtige Koalition aus Großbritannien, Russland, Österreich, Preußen und weiteren europäischen Ländern gegenüber. Napoleon verliert diesen Krieg und seine Kaiserkrone. Das verbündete Dänemark muss federn lassen. Es verliert seine Herrschaft über Norwegen und muss seine Flotte an Großbritannien abtreten. Andersens Heimatland wird zum Kleinstaat herabgestuft. Sein Vater kehrt als gebrochener Mann aus diesem Krieg zurück. Ein Jahr nach seiner Rückkehr stirbt er mit nur 34 Jahren. Diese traumatischen Erfahrungen verarbeitet Hans Christian Andersen später in seinem Märchen vom standhaften Zinnsoldaten. Der einbeinige Soldat steht für den Einbruch der Wirklichkeit in das Idyll der Kindheit. Das Märchen vom Zinnsoldaten bringen Dirk und Barbara Reimers auf eine ganz besondere Bühne. Seit über 30 Jahren betreiben die Eheleute ein Theater im norddeutschen Preetz, ganz aus Papier. Im Norden hat das Papiertheater Tradition. Zu Andersens Lebzeiten ist es in seiner Heimat Dänemark und in Westeuropa äußerst populär. In fast jedem Bürgerhaus steht ein solches Theater im Miniaturformat. Gespielt werden die Stücke, die zeitgleich auch auf den großen Bühnen laufen. Nur die Schauspieler sind aus Papier statt aus Fleisch und Blut. Es ist eigentlich so, jeder von uns möchte Schauspieler sein, wagt sich aber nicht auf die Bühne. Er hat dieses kleine Papiertheater, er hat seine Schauspieler auf der Bühne, die machen, was sie wollen und ich bin nicht schuld dran. Die Reimers haben sich vor 30 Jahren mit dem Papiertheater Fieber angesteckt und in Preetz ein Festival ins Leben gerufen. Jedes Jahr treffen sich hier im September Papiertheaterspieler aus aller Welt. Ehre, Ehre, dass ich lache. Materialschwund, sage ich. Zu Andersens Zeiten wurde das Papiertheater von Kerzen erleuchtet und von Klavier und Geige im Wohnzimmer begleitet. Eine einfache Kunstform, die sich aber großer Beliebtheit erfreute. Allein in Deutschland gab es 50 Verlage, die Papierbögen und Bühnenbilder zum Ausschneiden herausbrachten. 5000 Bögen an der Zahl, die teils in Auflagen von mehreren tausend Stück auf den Markt kamen. Viele davon haben Barbara und Dirk Reimers über die Jahre zusammengetragen. Diese Sammlung ist eigentlich daraus geboren, dass wir Mitglieder in einem dänischen Papiertheaterverein geworden sind. Und dort gab es Auktionen und da gab es auch sogenannte Roddekasten. Das waren Kästen, in denen Sachen drin waren, die keiner mehr haben wollte. Da haben wir uns viele Sachen rausgefischt. Die Sammlung zeigt die bunte Vielfalt der Papiertheater. Auch reale Theater wie das Königliche in Kopenhagen sind aus Papier nachgebaut worden. Und die Figuren und Bühnenbilder sind, wie der Kaiser in seinen unsichtbaren Kleidern, vielfach der Märchenwelt des Hans Christian Andersen entsprungen. So auch der heimkehrende Soldat und die alte Hexe aus dem Märchen, das Feuerzeug. Jetzt sind wir wieder bei Andersen, aber Hans Christian Andersen verfolgt mich irgendwo. Den standhaften Zinnsoldaten bringt Dirk Reimers schon seit 25 Jahren auf die Bühne. Der einbeinige Soldat ist unsterblich in die kleine, elegante Tänzerin aus Papier verliebt. Doch aus der Geborgenheit des Kinderzimmers, in dem die Spielfiguren die Nacht zum Tag machen, fällt er aus dem Fenster auf die Straße hinaus. Dort muss er sich von Hunden beschnüffeln lassen und wird von den Vorbeigehenden achtlos getreten. Schließlich spült ihn der Regen in die Kanalisation hinunter. Auf einem Papierboot treibt er auf dem Wasser, bis er in einem reißenden Kanal landet und von einem Fisch verschlungen wird. Durch puren Zufall landet der kleine Zinnsoldat wieder dort, wo seine abenteuerliche Reise begonnen hat. Er ist wieder da, der Soldat. Doch der Empfang ist nicht sehr herzlich. Weil er nach Fisch stinkt, will sein ehemaliger Besitzer nicht mehr mit ihm spielen. Er landet im Ofen. Doch ein Luftzug trägt die geliebte Tänzerin zu ihm ins Feuer.
Sie vereinen sich zu einem verschmolzenen Herzen. Nach dem Tod von Andersens Vater war seine Mutter gezwungen, jeden Job anzunehmen, um die Familie durchzubringen. Sie arbeitete unter anderem als Wäscherin. So stand sie im kalten Fluss Odense und trank Likör, um sich aufzuwärmen. Der Verlust des Vaters und der zunehmende Alkoholismus der Mutter, der sie Jahre später auch ins Grab bringt, sind eine schwere Belastung für den jungen Andersen. Mehr und mehr leidet er zudem unter der Enge seiner Heimatstadt. Er fühlt sich zu höherem berufen. Aus seinem Leben möchte er etwas machen. Doch dafür muss er Odense verlassen. Mit 14 Jahren geht er. Man muss sich vorstellen, dass der kaum halbwüchsige Knabe sein gesamtes Erspartes ausgibt, um ein Ticket von Odense nach Kopenhagen zu bekommen, ohne Rückkehrmöglichkeit. Es ist ein Weg, eigentlich nur von einer Stadt in die andere, aber es ist zugleich ein Weg, der die Brücken hinter ihm abbrennt und in die Welt hinausgeht. Mit der Postkutsche und auf der Fähre macht er sich im September 1819 auf in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Dort will er sein Glück finden. Ohne Geld, ohne Kontakte kommt er in die große Stadt. Aber er hat ein Ziel. Berühmt will er werden. Seiner Mutter hatte er bei der Abreise erklärt, man macht erst ganz entsetzlich viel Schlimmes durch und dann wird man berühmt. Von dem entsetzlich viel Schlimmen, das Andersen durchmachen musste, kann der Literaturwissenschaftler und Andersen-Experte Jakob Ögild berichten. Er hatte einen schwierigen Start in Kopenhagen. Es war sehr mutig von ihm, nach Kopenhagen zu gehen, denn er hätte auch einfach untergehen können in dieser Stadt. Aber er schaffte es, ein paar reiche, einflussreiche Leute von sich zu überzeugen. Obwohl er herumlief und befremdliche Dinge sagte. Mit Almosen hält sich Andersen über Wasser. Er nimmt sich ein kleines Zimmer zur Untermiete in Nyhavn. Das heute angesagte Viertel am Kanal beherbergt im 19. Jahrhundert das Rotlichtmilieu der Hauptstadt. Zwischen Fischverkäufern, Matrosen und Prostituierten muss sich der 14-Jährige durchschlagen. Bis zu seinem Lebensende sollte Andersen 15 Mal umziehen. Die meiste Zeit verbringt er an wechselnden Adressen in Nyhavn. Um berühmt zu werden, spricht, singt und tanzt er in eleganten Salons vor. Die Zuschauer sind von den ungelenkten Darbietungen teils peinlich berührt, doch er weckt auch Sympathien. Andersen findet so Gönner und Förderer. Bis ins Königliche Theater will er es schaffen. Bis heute ist das Theater in Kopenhagen die wichtigste Bühne des Landes. Andersen besucht unzählige Theateraufführungen hier, doch auf die Bühne schafft er es nur einmal. Als Komparse. Seine kurze Karriere an der Gesangsschule des Theaters endet jäh mit dem Stimmbruch. Doch der Direktor des Theaters, der wohlhabende Patrizier Jonas Collin, nimmt den Jungen unter seine Fittiche und fördert seine Bildung und sein kreatives Talent. So schafft er es doch noch auf die Bühne dieses altehrwürdigen Theaters. Als Schöpfer unvergesslicher Stoffe und Figuren. Ein später Triumph über die vielen Hindernisse der Anfangsjahre. Das Theater bringt ein Ballett auf die Bühne, das von Andersens Märchen Die Prinzessin auf der Erbse inspiriert ist. Ein junger Choreograf hat es einstudiert. Das Bild der aufeinander gestapelten Matratzen war die erste Idee zum Stück. Doch je tiefer ich eintauchte in die Geschichte, desto mehr interessierte mich die Gefühlswelt der Figuren. Der Prinz reist durch die ganze Welt, trifft Prinzessinnen, die alle nicht zu ihm passen. Erst nach seiner Rückkehr klopft die Richtige an die Tür. Die ganze Reise musste er vielleicht nur machen, um das Glück in sich selbst zu finden. Nach langer Brautsuche findet der Prinz ein Mädchen, das behauptet, eine geborene Prinzessin zu sein.
Der Beweis ist erbracht, als eine Erbse unter unzähligen Matratzen ihr den Schlaf raubt. Eine Geschichte über Prinzen und Prinzessinnen scheint weit von unserer Lebenswirklichkeit entfernt. Aber wenn man sich die Gefühlswelt der Protagonisten ansieht, sind sie uns doch ganz nah. Für Tobias Praetorius ist der Kern des Märchens die Liebe zwischen zwei jungen Menschen. Mit der Liebe hadert der Dichter hingegen sein Leben lang. Er bleibt unverheiratet. Und seine Schwärmereien allesamt unerfüllt. Das beschäftigt Andersen-Forscher seit mehr als einem Jahrhundert. Fühlte sich der dänische Nationaldichter gar zu Männern hingezogen? Wenn man in Dänemark in einer Abendgesellschaft ein bisschen Skandal machen möchte, muss man, das ist oft erprobt worden, auch von mir, nur den Satz äußern, Andersen war homosexuell. Und man befindet sich in einem Bienenkorb. Jahrzehntelang hat diese Anfang des 20. Jahrhunderts zuerst öffentlich behandelte Frage die schickliche akademische Gesellschaft auf Trab gehalten. Der Nationaldichter Dänemarks durfte nicht schwul sein. Öffentlich macht Andersen Frauen den Hof. Doch ganz ernst meinte es dabei wohl nie. Die erste Frau, der er in einem Gedicht seine Liebe gesteht, ist die Schwester eines Freundes. Riborg Vogt. Da ist sie allerdings bereits verlobt. Ebenso unerreichbar ist die Opernsängerin Jenny Lind, die schwedische Nachtigall, der Andersen später seine Liebe erklärt. Andersens legendäre und wirklich ins Legendenhafte, oft übertriebene, tragische Verliebtheiten sind immer eigenartig dadurch gekennzeichnet, dass die Frauen zunächst als sicher unerreichbar gelten müssen, bevor Andersen ihnen dann öffentlich sichtbare Anträge macht. In vertraulichen Briefen offenbart er aber auch Männern seine Liebe. Mit dem Balletttänzer Harald Scharf tauscht er sogar öffentlich Zärtlichkeiten aus. Aber die große Liebe seines Lebens ist wohl Edvard Collin, der Sohn seines wichtigsten Förderers. Brüsk weist dieser seine Annäherungsversuche zurück. Wie Moses schaue ich in das gelobte Land, in das ich selbst niemals komme. So Andersen, als der Ersehnte eine Frau heiratet. Es sind eigentlich immer junge Männer, in die er sich verliebt, die tragischerweise diese Liebe, so wie er sie meint, eigentlich niemals beantworten, sondern ihn eher auf Abstand halten. Vor allen Dingen Edvard Collin, der reiche Sohn seines reichen und wichtigsten Gönners. Das sind traumatische Erfahrungen, immer dieselben Grundszenen der Abweisung, der Zurückweisung, der Lächerlichmachung. Diese Erfahrungen verarbeitet er in einem seiner bekanntesten Märchen, dem hässlichen Entlein, das sich am Ende als Schwan entpuppt. Idyllisch spielt die Geschichte auf dem Land. Eine Entenmutter brütet mehrere Eier aus, ein Entlein süßer als das andere. Nur ein Nachzügler, der aus dem größten Ei schlüpft, ist tollpatschig und wird von den anderen verspottet und gedemütigt. Wie sein Schöpfer Hans Christian Andersen fühlt sich auch das Entlein nirgendwo so richtig zugehörig. Sich fehl am Platz zu fühlen, heißt aber nicht zwangsläufig weniger wert zu sein. Andersen macht deutlich, dass die merkwürdigen, schrägen Vögel oft besser sind als die angepassten Konformisten. Das missratene Entlein erweist sich am Ende als schillernder Schwan. Es macht gar nichts, in einem Entenhof geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat, schreibt er im Märchen. Seine Andersartigkeit deutet er um zur Stärke. Nicht jeder kann ein stolzer Schwan sein. Doch im wirklichen Leben leidet er unter seinem Außenseitertum. Er fühlte sich nie vollständig akzeptiert von den befreundeten Familien in Kopenhagen, die ihn unterstützten. Er blieb bis zu einem gewissen Grad ein Fremder, ein Alien. Musik
Die dänische Gesellschaft, in der sich Andersen wie ein Fremdkörper fühlt, erlebt eine Zeit des Umbruchs. Durch die Niederlage an der Seite Napoleons wird Kopenhagen zur Hauptstadt eines unbedeutenden Kleinstaats. Politisch und wirtschaftlich ist Dänemark isoliert. Doch die reichen Patrizierfamilien, in deren Kreisen Andersen damals verkehrt, fördern Kunst und Wissenschaft und bringen eine neue kulturelle Blütezeit Dänemarks hervor. Eine rigide Moral bringt das neue Zeitalter allerdings auch mit sich. Die bürgerliche Volkskirche drückt der Gesellschaft ihren Stempel auf. Der Puritanismus propagiert das Ideal der Kleinfamilie. Abweichungen von der Norm werden nicht toleriert. Die Atmosphäre ist extrem konformistisch. Trotz dieser moralinsauren Stimmung bringen einzelne Dänen Höchstleistungen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie läuten ein goldenes Zeitalter dänischer Kultur ein. Das, was die Dänen selber ihr Guldalder nennen, ihr goldenes Zeitalter, war eine Epoche, in der in kürzester Zeit die erstaunlichsten Texte, Kunstwerke, naturphilosophischen, theologischen Entwürfe entstanden. Die Zeit, in der Kierkegaard und Andersen, Ørsted und Grundtvig und Thorvaldsen wirkten. Eine Blütezeit tatsächlich der dänischen Künste. Bertel Thorvaldsen erschafft Skulpturen, die ihr Vorbild in der klassischen Antike haben und europaweit Beachtung finden. Der Physiker Hans Christian Ørsted entdeckt den Elektromagnetismus. Und Søren Kierkegaard begründet die Existenzphilosophie. In diese Reihe stellt sich in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts auch Hans Christian Andersen, der mittellose Junge aus der dänischen Provinz. Nach einem holprigen Start in der Hauptstadt und einer turbulenten Suche nach seiner Bestimmung fängt er an zu schreiben. Neben den Märchen erscheinen Romane, Gedichte und Reisereportagen und begründen seine Bekanntheit und Beliebtheit nicht nur in Dänemark, sondern nach und nach in ganz Europa und Amerika. Schon zu Lebzeiten wird er in viele Sprachen übersetzt. In der dänischen Nationalbibliothek in Kopenhagen lagern viele seiner Manuskripte. Sie erzählen von seinen Anfängen als Schriftsteller. Hier haben wir das Originalmanuskript von Andersens Märchen Die Prinzessin auf der Erbse aus dem Jahr 1835. Es beginnt mit den Worten: Es war einmal ein Prinz. Es geht also direkt los. Veröffentlicht wurde es in einem kleinen Buch mit dem Titel Märchen für Kinder erzählt. Es ist das allererste Märchenbuch von Hans Christian Andersen mit 4 kleinen Erzählungen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1875 wird er viele weitere Sammlungen veröffentlichen, meist in solch kleinen Heften. In der Königlichen Bibliothek betreut der Forschungsbibliothekar Sonny Enkjasal eine umfangreiche Sammlung von Manuskripten, Briefen und Fotos des dänischen Autors. Besonders angetan haben es ihm dessen Reisetagebücher, die den Schriftsteller vor allem in Deutschland zuerst bekannt machten. Das ist der Bericht von Andersens erster Auslandsreise im Jahr 1831. Sie führte ihn nach Deutschland. Dort sah er das erste Mal Berge, die romantische Landschaft des Harzes und der Sächsischen Schweiz. Eindrücke von seinen Reisen hält er nicht nur schriftlich fest. Er zeichnet sie auch. Kleine Skizzen zeigen Kutschen, aber auch Kunstwerke, die ihn beeindrucken. Fremdartige Landschaften faszinieren Andersen und wecken ein ewiges Fernweh in ihm. Nach seiner ersten Deutschland-Tour 1831 wird er bis zu seinem Tod ganz Europa bereisen. Es zieht ihn in die Ferne. Rastlos bricht er immer wieder auf zu neuen Entdeckungsfahrten.
Andersen ist wie ein gieriger Leser, der sozusagen ein Land nach dem anderen neugierig verschlingt, mit den Augen, mit den Ohren, mit allen Sinnen. Und seine Reisebücher, die das Interessanteste neben seinen Märchen sind, seine Reisebücher sind unendlich sinnige, sinnenfrohe Schilderungen unterschiedlichster Kultur, Räume und Landschaften und Orte und Lebensformen. Paris ist eine der wichtigsten Stationen auf dieser lebenslangen Bildungsreise. Hier trifft er Schriftsteller wie den deutschen Exildichter Heinrich Heine und die Franzosen Victor Hugo und Honoré de Balzac, besucht die Theater und genießt die Atmosphäre der Pariser Cafés. Reisen ist Leben, lautet sein Motto. Auch das Nachbarland Schweden besucht er immer wieder und schreibt darüber. Der Bericht »In Schweden« von 1851 ist eines seiner lebendigsten Reisebücher. In London erlebt der neugierige Reisende die technischen Errungenschaften der Industrialisierung, verschließt aber die Augen auch nicht vor ihren Schattenseiten. Und er trifft Freunde. Es gab unendlich viele Anekdoten über Andersen, die meisten waren wenig schmeichelhaft. Die bekannteste ist vielleicht die von dem Zettel, Charles Dickens nach dem Besuch seines Freundes Andersen aufstellte. Hier in diesem Zimmer wohnte Andersen 2 Wochen, uns kam es wie Monate vor. Die Exzentrik dieses schwierigen Gastes zehrt an Dickens Nerven. Andersen beschwert sich über die Kälte im Haus und darüber, dass nicht jeden Morgen ein Barbier bereitsteht, um ihn zurechtzumachen. Als er wieder abgereist ist, lässt Dickens alle Briefe des Dänen unbeantwortet. Andersen dagegen behält London und Dickens in guter Erinnerung. Sage und schreibe 30 Reisen unternimmt Andersen im Laufe seines Lebens. Die längsten? Über Deutschland, Italien, Malta, Griechenland kommt er 1840-41 bis in die heutige Türkei. Über den Balkan geht es zurück. 1862-63 gelangt er über die Schweiz, Frankreich und Spanien sogar bis nach Marokko. Am Ende seines Lebens wird er vermutlich der am weitesten in der Welt herumgekommene Schriftsteller der europäischen Literatur sein. Er ist ja bis Nordafrika gekommen, bis Marokko, wo er auf der Straße sitzend einen arabischen Märchenerzähler mündliche Tradition hat singen hören. Und er hat über all das geschrieben. Wenn man daraus rückschließen will, was der Antrieb war, dann war es eine genuine Entdeckerlust. Andersen berauscht sich an den intensiven Farben der orientalischen Basare. Er lässt sich mitreißen von der Lebensfreude dort und ist hypnotisiert vom Tanz der Derwische. Diese Ausbrüche aus der puritanisch geprägten Enge seines Lebens in Dänemark stärken auch sein Selbstbewusstsein. Seine Andersartigkeit wird für ihn zunehmend zur schöpferischen Kraft. Er wird mutiger und stellt sich seinen Ängsten. Er lebte ja in ständiger Angst, davor zu sterben oder beraubt zu werden. Aber auf seinen Reisen war er sehr mutig. Er besuchte Gegenden, in die wenige vor ihm gekommen waren. Er war unermüdlich. Er wollte diese Orte sehen. In der Nähe des süditalienischen Neapel besteigt er trotz seiner Ängste frohgemut den Vesuv. Ein Hinweis auf seine doppelte Natur. Angst vor der Gefahr und Lust, sie zu erproben, wie er selbst einmal treffend bemerkt. Italien bleibt eines seiner Lieblingsländer. Hier fühlt er sich wohl. Die Sinnlichkeit von Land und Leuten fasziniert ihn. Gerade den temperamentvollen Süditalienern fühlt er sich verbunden. Seinem Freund Edward Colin schreibt er begeistert: Ich bin ein Italiener. Die mediterrane Küstenlandschaft Italiens inspiriert ihn zu seinem vielleicht bekanntesten Märchen, der kleinen Meerjungfrau.
Es handelt von Liebe, Verlust und dem Leben im falschen Körper. Auch bei dieser Erzählung lassen sich Parallelen zu Andersens Empfindungswelt ziehen. Die Protagonistin steht ihrem Schöpfer in vielem sehr nah. Die autobiografisch am stärksten markierten Gestalten sind fast immer Frauen oder weibliche Wesen wie die Dryade oder die Seejungfrau. Auf diese Weise wird er zu einem der, glaube ich, großen Frauendarsteller in der Literatur des Realismus in Europa. Andersen kann Frauen, weil er, wie er einem vertrauten Freund schreibt, sich selbst halb fraulich fühlt. Die kleine Meerfrau lebt mit ihren 5 älteren Schwestern am Grund des Meeres. An ihrem 15. Geburtstag darf sie erstmals an die Oberfläche schwimmen. Dort beobachtet sie ein Schiff, das in Seenot gerät. Auf ihm reist ein schöner Prinz, in den sich das Meeresmädchen auf der Stelle verliebt. Sie rettet ihn vor dem Ertrinken und bringt ihn ans sichere Ufer. Doch sie selbst muss zurück ins Meer. Wie Hans Christian Andersen passt sie nicht in die Welt der Menschen. Als der Prinz aufwacht, erblickt er eine andere junge Frau, die er für seine Retterin hält. Die verliebte Meerjungfrau kehrt mit Kummer im Herzen nach Hause zurück. In ihrem Unterwasserreich sehnt sie sich nach dem Prinzen und der Welt der Menschen. Ich würde alle meine 100 Jahre, die ich zu leben habe, dahingeben, um für bloß einen Tag Mensch zu sein. Da bietet ihr eine Meerhexe einen Zaubertrank, der ihren Fischschwanz in Beine verwandelt. So könnte sie ihrem Prinzen entgegentreten, doch der Preis ist hoch. Sie verliert ihre bezaubernde Stimme, muss verstummen. In der kleinen Seejungfrau ist es die Geschichte von dem Mischwesen, das mit dem falschen Unterleib zur Welt gekommen ist, den es schmerzhaft verändern muss, um unter Menschen als Mensch leben zu können, das dafür die Zunge hergeben muss und den Tanz, die Kunst also nur ersatzweise als Ausdrucksform für sich selbst finden kann. Trotz der schrecklichen Folgen des Zaubergebräus kehrt die kleine Meerfrau ihrer Welt unwiderruflich den Rücken. Sie wird zur Menschenfrau. Zunächst scheint ihr Plan aufzugehen. Der Prinz lädt sie ein in sein Schloss. Auf einem Ball begeistert sie ihn mit ihrem anmutigen Tanz, obwohl jeder Schritt ihr Schmerzen bereitet, als würde sich ein Messer in ihre Füße bohren. Er will, dass diese strahlende Schönheit immer bei ihm bleibt. Aber wie so oft in Andersens Märchen ist dem ungleichen Paar kein glückliches Ende beschert. Auf Reisen trifft der Prinz das unbekannte Mädchen wieder, das er an Land zuerst erblickt hat. Als echte Prinzessin ist sie die perfekte Braut für einen Königssohn. Wie der Autor des Märchens muss auch die kleine Meerjungfrau akzeptieren, dass ihre Liebe sich nicht erfüllt. Nur durch eine Bluttat könnte sie heimkehren zu den Meerfrauen. Ihre Schwestern bringen ihr einen Dolch, mit dem sie den Prinzen töten soll. Nur das würde sie befreien. Doch sie opfert die eigene Freiheit dem Leben ihres Angebeteten. Verzweifelt stürzt sie sich ins Meer. Das tragische Ende einer aussichtslosen, unerfüllten Liebe. Trotz der Komplexität und Tragik seines kunstreichen Oeuvre gilt Andersen heute vielen als braver Märchenonkel. Die Kuratoren des Hans-Christian-Andersen-Museums in seiner Heimatstadt Odense wollen dieses Bild revidieren und auch die weniger bekannten Aspekte seines Werkes Besuchern aus aller Welt vermitteln. Niels Bjørn Friis weiß, dass sein Landsmann mit einer so eindimensionalen Wahrnehmung nie zufrieden war. Anfangs wollte er nicht mit Märchen in Verbindung gebracht werden. Er wollte nicht als Kinderbuchautor gelten. Einer seiner Freunde ermutigte ihn aber, seine Märchen zu veröffentlichen, weil sie ihn unsterblich machen würden. Du wirst für deine Dichtungen berühmt sein, aber die Märchen bringen dir ewigen Ruhm ein. Erst danach veröffentlichte Andersen sie.
Im Museum können Besucher heute in die Märchenwelt von Hans Christian Andersen eintauchen. An Originalmanuskripten können sie seine Arbeitsweise nachvollziehen. Hier zeigt sich das Ringen des Schriftstellers mit seinen Texten. Fieberhaft arbeitet er seine Märchen immer wieder um. Viele glauben, er hat sie einfach so runtergeschrieben, wie ein kreatives Genie. Und das war er natürlich auch. Aber in seinen Manuskripten sieht man, wie stark er seine Erzählungen immer wieder bearbeitet hat. Er strich komplette Abschnitte, tauschte Passagen hin und her, änderte Formulierungen. An seinen Manuskripten sieht man, dass sein Schreibprozess ein Work in Progress war. Andersen will seine Märchen in einem leichten Plauderton schreiben, als würde er sie mündlich erzählen. Oft nutzt er die Kinder seiner Freunde als Testpublikum, trägt ihnen seine Märchen vor, um zu sehen, wie sie darauf reagieren. Deren spontane Reaktion hilft ihm beim Überarbeiten der Texte. Es gibt Zeichnungen von Zeitgenossen, die ihn heftig gestikulierend in Abendgesellschaften zeigen, manchmal so lang und für ihn so begeisternd, dass alle anderen außer ihm schon eingeschlafen waren, weil es einfach drei Märchen zu viel geworden waren. Aber es war für ihn sehr wichtig, den Klang sozusagen, den Soundeffekt der Texte zu überprüfen, bevor er sie in den Druck gab. Bereitwillige Testhörer und Freunde umschwärmen Andersen in großer Zahl. Auf dem dänischen Schloss Holsteinborg an der Ostsee ist er ein gern gesehener Gast. Er liebt den Blick auf die See, genießt die Ruhe. Für seine regelmäßigen Besuche richtet ihm die Familie des Grafen Holstein ein eigenes Apartment ein. Die Gräfin Joachimine, von ihren Freunden Mimi genannt, empfängt ihn im Mai 1856 zum ersten Mal in ihrem Schloss. Dort sollte er einige seiner fast 160 Märchen verfassen. Noch heute befindet sich das Schloss im Besitz der Familie Holstein, die die Räume im ursprünglichen Zustand erhalten hat, in denen der dänische Märchenkönig wohnte. Sie zeugen von der Freundschaft des Dichters mit Joachimine. He had a large social group. Er hatte viele gesellschaftliche Kontakte. Er hat nie zu Hause allein gegessen. Jeden Abend aß er bei einer anderen Familie. Immer war er sozial eingebunden. Vielen seiner Freunde macht Andersen Gastgeschenke. Dabei zeigt sich ein weiteres Talent des Künstlers. Auf Holsteinborg beklebt er einen Wandschirm in Découpage-Technik. Er schneidet dazu farbige Bildchen aus und komponiert sie zu Collagen um, die teils romantisch, teils humorvoll ein neues Bild ergeben. Andersen ist nicht nur ein Meister der Sprache, sondern begeistert sich auch für bildende Kunst. Was kann man doch aus Papier für niedliche Sachen schneiden und kleben, schreibt er einmal. Wenn ich recht sehe, ist erst seit den 1950er, 60er Jahren nach und nach sehr langsam, zunächst in Dänemark, jetzt auch im Rest der Welt, erkannt worden, dass Andersen als Scherenschneider und als Collagist vielleicht zu den großen Bildkünstlern seiner Epoche gehört. Er hat ganze Bilderbücher aus Collagen zusammengeklebt, zumeist für kleine Mädchen, denen er das als Geschenk machte, Töchter von Freunden. Er hat aber auch einzelne Bildwerke gemacht und schließlich den großen Wandschirm, den man heute noch in Odense sehen kann, in dem er nicht weniger als ein Weltbild aus großen, unglaublich kleinteiligen Collagen zu entwickeln versucht. Es gibt in dieser Zeit nichts Vergleichbares. Den großen Wandschirm arbeitet Andersen im Winter 1873-74 in seiner Wohnung in Nyhavn aus. Ich habe versucht, in jedes Blatt eine poetische Idee oder eine historische Darstellung zu legen. Und man sagt, das Ganze sei wie ein großes, buntes Märchen. Er war ein sehr vielseitiger Künstler. Die meisten kennen von ihm nur seine Märchen. Aber er machte auch Scherenschnitte und Collagen. Die Scherenschnitte schuf er oft, während er Geschichten erzählte.
Aber meist hatte der Scherenschnitt dann letztlich gar nichts mit der Geschichte zu tun, die er beim Schneiden erzählt hatte. Andersen selbst nennt seine Scherenschnitte einmal den Anfang der Dichtung. Im Hans-Christian Andersen-Museum können Besucher sie heute bewundern. Knapp 400 von ihnen sind noch erhalten. Angeblich bringt er zu Besuchen bei Freunden immer eine Schere mit. Mit ihr improvisiert er fantasievolle Papierkunstwerke, die er oft an die Gastgeber verschenkt. Auch die Schere ist erhalten und heute im Museum ausgestellt. Dabei stellen die Exponate die Konservatoren vor schwierige Herausforderungen. Am empfindlichsten ist ein aus einem Gummibaumblatt ausgeschnittener Harlekin. Er zeigt Andersens Lust am Experimentieren mit ungewöhnlichen Materialien. Inspirationen für seine Kunst holt Andersen sich bis ins hohe Alter auf seinen Reisen. 1867 macht er sich mit 62 Jahren nochmals auf nach Paris. Hier findet die bis dahin größte Weltausstellung statt. 32 Nationen präsentieren sich in Pavillons Besuchern von überall her. Über die Ausstellung veröffentlicht Andersen das Experimentalmärchen Die Dryade, in dem er die neue Epoche auch in eine erzählerisch neue Form zu gießen versucht. Wie auf allen Reisen hat er auch bei seinem Besuch in Paris ein Seil dabei, um sich bei einem drohenden Feuer im Hotel aus dem Fenster abseilen zu können. Nicht sein einziger Spleen. Charakteristisch scheint mir die Wanderanekdote zu sein, von der ich gar nicht weiß, ob sie stimmt, dass Andersen auf seinem Nachttisch immer ein Zettelchen aufgestellt habe, ich bin scheintot, weil er diese Panik unter vielen anderen Neurosen auch die Panik hatte, womöglich aus dem Tiefschlaf heraus lebendig begraben zu werden. Das ist eine charakteristische Anekdote wegen ihrer Spleenigkeit, aber auch wegen Andersens fortwährender Angst, man muss sagen Todesangst davor, zu erstarren, bei lebendigem Leibe abzusterben. Er muss sich fortwährend lebendig halten, und zwar in einer möglichst emphatischen Weise. Dazu trägt sein fortwährendes Arbeiten bei, dazu gehört aber auch seine unermüdliche Reisetätigkeit. Doch dieser stellen sich Konflikte entgegen zwischen Dänemark und dem von ihm so sehr geliebten Nachbarland Deutschland. Beide Länder beanspruchen ein Gebiet für sich, das damals bereits von Dänen und Deutschen bewohnte Schleswig-Holstein. 1864 kommt es zwischen den Nachbarn zum Krieg. Die Dänen verlieren und müssen die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an die Deutschen abtreten. Die einstige Macht Dänemark verliert knapp die Hälfte ihres Territoriums und rutscht weiter in die Bedeutungslosigkeit. Unter den Auswirkungen dieses Krieges sollte Andersen leiden. Er schreibt: Mit Dänemark ist es vorbei, auch mit der Lebenszeit meines Glücks. Jetzt kommt die Nacht des Todes. An Reisen gehindert und auf sich selbst zurückgeworfen, zieht er sich zurück. Gegen Ende seines Lebens verfällt er mehr und mehr in Depression. Sein Körper wird schwächer, die Kräfte lassen nach. Noch einmal, im Mai 1875, macht er Pläne für eine Auslandsreise in die Schweiz. Er wird sie nicht mehr antreten. Am 4. August 1875 stirbt er auf dem Landgut von Freunden im Alter von 70 Jahren, betrauert von seinen Landsleuten. He was very much driven by this need. Seine Sehnsucht nach Ruhm und Anerkennung als schreibendes Genie war zeit seines Lebens ein wichtiger Antrieb für ihn. Bei seinem Tod hatte er es geschafft. Er war anerkannt und hatte zahlreiche Ehrungen erhalten. Zu seiner Beerdigung kamen Adlige und feine Leute. So viele Menschen, dass sie gerade so in die Kirche in Kopenhagen reinpassten. Sie alle wollten von ihm Abschied nehmen. Als gefeierter Schriftsteller und geliebter Freund tritt der Sohn eines bettelarmen, aber belesenen Schusters ab von der Bühne dieser Welt.
Sein Werk wird spätere Schriftstellergenerationen weltweit beeinflussen und den Ruhm Dänemarks mehren. Er verleiht diesem goldenen Zeitalter dänischer Kultur Glanz. Andersen zieht es hinaus in die Welt. Seine lebendige Neugier macht ihn zu einem kühnen Entdecker und scharfsinnigen Beobachter. Von seinen Freunden geliebt, von seinen Zeitgenossen verehrt, bleibt er dennoch ein Einzelgänger. Ein Getriebener ist Andersen, wie seine Märchenfiguren. Seinen lebenslangen Kampf zwischen Anpassung und Rebellion gießt er in Geschichten von zeitloser Schönheit. Der Geburtstag von Hans Christian Andersen am 2. April wird zu seinen Ehren heute weltweit als Tag des Kinderbuches gefeiert.